Wir sind heute hier im malerischen Salzburg, wo die Berge majestätisch in den Himmel ragen und wo auch unser Farming for Nature Biodiversitätsbotschafter Ernst Mosshammer zu Hause ist. Er ist ein Schmetterlingsexperte und wird uns heute in die spannende Welt der Schmetterlinge einführen. Er wird uns zeigen, was er auf seinem Hof für Schmetterlinge macht, aber was auch jeder Einzelne von uns für Schmetterlinge machen kann. Schauen wir mal, ob der Ernst schon bereit ist. Hallo Katrin! Ernst, wo sind wir denn hier genau? Ja, wir sind da in Saalfelden im Salzburger Land, im Saalfeldener Becken. Und wir sind da in einem landwirtschaftlichen Gebiet, in dem Grünlandwirtschaft vorherrscht. Vorwiegend auch Milchwirtschaft. Und wir haben genauso einen Milchwirtschaftsbetrieb. Und wir haben aber festgestellt, dass auch bei uns im Gebiet in den Alpen in den letzten Jahren die Intensivierung der Landwirtschaft ziemlich massiv betrieben wird. Und wir haben uns selber aber vor 15 Jahren circa zum Ziel gesetzt, ein bisschen mehr für die Biodiversität zu tun, weil genau das ist das Problem, was mit dieser Intensivierung passiert ist, dass die Artenvielfalt eben dabei ist, massiv zurückzugehen. Und da haben wir eben gesagt, wir wollen da ein bisschen gegensteuern. Gell? Und Biodiversität fördern und haben dann aber auch schnell gesehen, dass das ganz gut angenommen wird. Das, was halt für mich ein bisschen ein Wermutstropfen an der ganzen Situation ist, wir sind da in unserem Gebiet einer der wenigen, wenn nicht vielleicht sogar der einzige Betrieb, der in die Richtung geht. Mhm. Ja. Was du jetzt machst, das wirst du uns jetzt dann gleich noch mal detaillierter erzählen. Ja, das mache ich gern. Ja. Es war bei unserem Betrieb so, dass meine Frau ja Fotografin ist und die schon vor 15 Jahren gesagt hat, sie findet keine Motive bei uns auf dem Betrieb. Wir haben dann festgestellt, dass da auf unsere Löwenzahnwiesen, weil was anderes haben wir damals eh nicht gehabt, gell, eigentlich gar keine Insekten mehr siehst. Gell. Und da ist uns eigentlich erst bewusst worden, dass sie in den letzten Jahren schon sehr viel verändert haben muss. Gell? Und dann haben wir uns aber schon gesagt, wir wollen für die Biodiversität einmal ein paar kleine Maßnahmen machen. Gell? Und dann haben wir mal angefangen, einen Zaun nicht mehr so richtig ausmalen. Und gesagt, da lassen wir links und rechts einen halben Meter stehen. Gell? Und dann sind da ein paar Disteln gewachsen. Und dann ist mir vorgekommen, dass alle Insekten auf unserem Hof auf die paar Disteln sind. Und dann haben wir gesagt, das muss schon ein bisschen mehr werden. Wenn man dann über diese Flächen geht und sieht, was Natur und was Vielfalt und Biodiversität wirklich heißt, gell, dann hast du einfach ein bisschen das Gefühl, du bist wieder ein bisschen Teil von dem Ganzen. Mehr verbunden mit dem Ganzen. Gell, und das macht einfach ein gutes Gefühl. Auf deinen Wiesen gibt es eine immense Vielfalt an Schmetterlingen. Wie viele verschiedene Arten hast du denn mittlerweile schon dokumentieren können? Wir haben mittlerweile fast 800 verschiedene Arten auf unseren Flächen dokumentiert. 9 verschiedene Arten, die in Salzburg bei uns da als Erstnachweis vorkommen, die sonst noch nirgendwo nachgewiesen sind. Es sind Arten dabei, die kurz vorm Aussterben sind, wo wir natürlich besonders bemüht sind, da wir die Lebensräume so erhalten, dass es ihnen noch passt. Und du züchtest auch Schmetterlinge? Richtig, ja, wir züchten auch Schmetterlinge. Und das hat auch einen bestimmten Grund, weil nämlich die Biodiversität mittlerweile so aus dem Gleichgewicht gekommen ist, dass von so Schmetterlingsgelegen kaum noch fertige Falter schlüpfen. Wir entnehmen halt nicht geschützte Arten, ziehen uns unter geschützte Bedingungen auf. Und so stellen wir halt dann sicher, dass vor allem so ein Gelege fast 100% einmal in die freie Natur entlassen werden.
Jetzt haben wir unsere Schmetterlingszucht. Da herinnen werden die Schmetterlinge geschützt aufgezogen. Wow. Die Puppen sehen ein bisschen wie Aliens aus, oder? Ja, sie haben schon ein bisschen was von Außerirdischen. Der kleine Fuchs, der hat jetzt da ungefähr 3 Wochen auf Brennnessel gefressen. Und jetzt haben sie die Raupen alle verpuppt. Und die bleiben jetzt da drin. Und die werden in 10 bis 14 Tagen werden die fertigen Falter dann schlupfen. Dann können wir es da in die Freiheit entlassen. Und wenn man jetzt Schmetterlinge selbst züchtet, worauf muss man denn achten geben? Das Wichtigste ist einmal, dass ich ganz genau weiß, welche Art habe ich da. Weil, wenn ich die falsche Pflanze rein tue, dann frisst man die Raupen auf der Pflanze nicht. Ein paar Arten, die sind recht einfach zum Züchten. Das ist das Tagpfauenauge, das ist der kleine Fuchs. Das sind die gängigsten, die häufigsten bei uns. Die werden mit Brennnessel gefüttert und sind dann auch in der Verpuppung einfach, weil sie irgendwo dann in dem Bereich, wo sie gehalten werden, einfach aufhängen. Das ist ein relativ einfacher Vorgang und da kann ich auch nicht so viel falsch machen. Ich muss aber schauen, dass frische Futterpflanzen haben. Darf eigentlich jeder Schmetterlinge züchten? Es ist jetzt so, dass die Entnahme von Raupen aus der Natur von nicht geschützten Orten, das heißt von häufigen Arten, jetzt nicht verboten ist. Aber es gibt natürlich auch eine Reihe von geschützten Arten und da ist die Entnahme streng verboten. Und was passiert jetzt mit diesen Puppen? Reißt da die Haut dann auf? Am unteren Ende gibt es dann so eine Sollbruchstelle, die aufkloppt und da macht dann der Falter praktisch mit Druck macht er das auf und da nach unten entweicht dann der Falter und hängt dann unten meistens so an der Puppe und beginnt dann mit dem Aufblasen der Flügel. Das heißt, er pumpt dann seine Flügel auf. Das ist dann auch ein Prozess, der relativ lang dauert. Das ist auch ein sehr gefährlicher Prozess eigentlich in der freien Natur, weil da ja Bewegung reinkommt und dann wird er ja sichtbar, aber er ist noch nicht flugfähig. Das ist auch ein ziemlich kritischer Zeitpunkt. Und wo kommen die dann hin? Da haben wir im Außenbereich dann auch Dinge angelegt, damit die was zum Fressen kriegen. Mhm. Kommst du mit mir? Das ist ja ein wahres Insektenparadies. Ja, da haben wir schon geschaut, dass genügend Saugpflanzen da sind dann für unsere Lieblinge. Und was ja da wichtig ist, dass dann in der Umgebung auch die entsprechenden Raupenfutterpflanzen sind, wie da die Brennnesseln beispielsweise. Und der kleine Fuchs und die Brennnessel und die Saugpflanzen, die kennen sowieso zusammen. Und da ja, haben wir eben geschaut, dass wir für die Biodiversität was Schönes anlegen. Was kommen denn da eigentlich für Arten vor? Wir haben da 70 verschiedene Tagfalterarten bis jetzt festgestellt bei uns. Die häufigsten sind der kleine Fuchs, Tagpfauenauge, Zitronenfalter, dann eine Reihe Perlmutterfalter haben wir da, dann Weißlinge natürlich, der Baumweißling ist relativ häufig da, Kohlweißling, kleiner, großer Kohlweißling, Landkärtchen, das sind so die häufigsten. Dann gibt es noch ein bisschen kleinere Dickkopffalterarten, die da ganz gern sie bedienen. Da haben wir eine unwahrscheinliche Vielfalt an Futterpflanzen für Schmetterlinge. Gell? Der Hornklee, ganz wichtig, gell? Ist für Bläulinge die Futterpflanze Nummer 1. Das, die Gräser dann für die Augenfalter. Da haben wir beispielsweise das Labkraut. Eine große Anzahl von Schmetterlingen ist als Nahrungspflanze auf dieses Labkraut angewiesen. Die Eierablage von den Schmetterlingen, die erfolgt auch ganz, ganz unterschiedlich. Entweder sie gehen direkt auf die Futterpflanze. Wenn man jetzt zum Beispiel einen kleinen Fuchs nimmt, der legt dann direkt schon auf die Brennnessel, auf die Blattunterseite seine Eier. Ja. Dann gibt es wieder andere Schmetterlingsarten, die legen es nur in den Umkreis
von der Futterpflanze. Und die Raupe muss sie dann die Pflanzen selber suchen. Das heißt, die liegen dann am Boden? Die liegen am Boden meistens oder auf einer benachbarten Pflanze. Die sind dann nicht so wählerisch in der Eiablage. Und dann gibt es noch Falterarten, die lassen die Eier sogar im Flug fallen. Und wie lange braucht das, die Entwicklung vom Ei zur Raupe? Es ist irrsinnig stark von der Witterung abhängig. Bei wärmeren Temperaturen geht die Entwicklung meistens schneller. Dann sind wir so im Schnitt bei einer Woche bis 10 Tagen, bis dann der Schlupf der Raupen beginnt. Dann haben wir meistens 3- bis 4-wöchige Raupenfresszeit, so im Schnitt. Ich meine, das ist, variiert natürlich auch weil wieder stark, je nach Ort. Gell. Und dann sind wir im Puppenstadion, sind wir natürlich dann wieder in einem unwahrscheinlich dehnbaren Bereich, weil da geht es von wenigen Tagen bis zum Schlupf bis zu 3 Jahren. Wie weit kann denn eigentlich so ein Schmetterling fliegen? Schmetterlinge fliegen an und für sich unterschiedlich weit. Das hängt auch von der Größe ein bisschen ab. Gell? Entweder haben sie einen Radius von wenigen Metern, wenn es ganz kleine Tiere sind. Oder es geht bis zu 30, 40 Kilometer Radius. Die weiteste Distanz, das sind 6000 Kilometer, unsere Distelfalter. Die überwintern ja tatsächlich in Afrika. Und die machen sie dann mit dem Nordwind auf die Reise. Wie ist das eigentlich, wenn es regnet? Wo sind denn dann die Schmetterlinge? Schmetterlinge gehen entweder ganz tief in die Vegetation und verstecken sie da, oder sie hängen sie einfach an Halme, meistens kopfabwärts und lassen sie dann abregnen. Oder sie gehen irgendwo an Bäumen unter Blattunterseiten, wenn sie nicht groß werden wollen. Wenn sie sie nicht mehr schützen können, weil alle Flächen abgemäht sind und es wird extrem heiß, dann gibt es Probleme. Weil das an und für sich die natürliche Klimaanlage für Insekten ist. Wird in relativ großem Abstand zusammengemäht, damit von der gemähten Fläche in die ungemähte Fläche die Lebewesen flüchten können, Unterschlupf haben und wieder einen Lebensraum vorfinden. Und so dann eben, wie gesagt, nach 3-4 Wochen dann das zweite Feldstück Stück gemäht wird, dann findet der Prozess eben umgekehrt statt, weil er in der anderen Fläche schon wieder Aufwuchs da ist. Ja. Und so kann man natürlich auch Biodiversität erhalten. Und Doppelmesser-Mähwerk hat einen riesengroßen Vorteil, wenn es um Biodiversität geht, dass sie sehr, sehr insektenschonend mähen. Weil? Weil im Vergleich zu rotierenden Mähwerken du ja nur eine einzige Schnittfläche hast. Die rotierenden Mähwerke erzeugen einen Sog und ziehen praktisch alles, was in den einzelnen Stockwerken des Grünlandes da ist, gell, direkt in den Schnittbereich. Und da hast du natürlich unwahrscheinliche Ausfallsraten. Und das passiert beim Doppelmesser-Mähwerk nicht. Take your time with you when you go. Keep the wind at your back when you're on your way back. Schau mal, Katrin, da haben wir zum Beispiel auf unseren Flächen ganz ein besonderes Pflanzerl. Das ist das Sumpfblutauge. Und das Sumpfblutauge, wie der Name schon sagt, ist in Moorlandschaften ganz eine wichtige Pflanze, weil Moorlandschaften haben an und für sich eher wenig Blütenpflanzen. Und das ist eine von den Pflanzen, die extrem viel Blüten macht und hohe Nektar- und Pollenspender sind. Und welche Schmetterlinge kommen dann hier vor? Da haben wir vor allem Perlmutterorten drauf. Unter anderem auch den Hochmoor-Perlmutterfalter, eine hochgefährdete Art, die wir Gott sei Dank nur auf unsere Flächen, vor allem auf der Pflanzen, dann saugen haben. Seltene und gefährdende Schmetterlinge, aber die Pflanze an sich ist auch hochgradig gefährdet. Also ich weiß in der näheren Umgebung keinen weiteren Standort. Und ich kann, wenn ich Pflanzenkundlern, die zu mir auf den Betrieb kommen, Glauben schenken darf, dann ist diese Pflanze ganz, ganz selten. Und das macht dann natürlich auch ein Stück weit stolz. Und man kriegt dann auch von den Herrschaften
Anerkennung für die Arbeit, die man macht, weil sie hat ja für sich auch ganz spezielle lebensraum Ansprüche. Sie darf nicht gemäht werden, sie darf nicht beweidet werden. Dann verschwindet die Pflanzen wieder. So haben wir halt einfach ihr die Möglichkeit gegeben, dass sie sich in so einem Unkrautbestand ausbreiten darf. Der diverseste Raum, den wir überhaupt haben, diese Übergänge, gell? Vom Wald, dann Stauden, gell? Dann Wiesen. Gell? Und da in dem Bereich, wenn du da gehst und auf die Stauden schaust, ist ständig was los. Und dann sitzen sie hin. Und die meisten Arten habe ich in den Bereichen gefunden. Warum ist der Randbereich so interessant für Schmetterlinge? Weil da alles vorhanden ist, was sie zum Leben brauchen. Gell? Es sind ja Futterpflanzen da, es sind die Saugpflanzen da. Es ist jegliche Art von Deckung da. Wenn wir jetzt einen Schwalbenschwanz hernehmen, gell? Einer der bekannteren, größeren Tagfalter in Österreich, wunderschöner, der legt zum Beispiel seine Eier immer auf Pflanzen, die über freiem Boden wächst. Weil Falter ganz genau auf das Mikroklima für ihre Eierentwicklung achten. Sind jetzt auch überall noch Kuhfladen, die herumliegen? Mhm. Sind die für Schmetterlinge auch interessant? Natürlich. Sie kommen nämlich gern an Tierkot, sogar an Aas und verwesende Teile, um Mineralsalze aufzunehmen. Darum ist halt die Weidehaltung ein ganz wesentlicher Faktor, aber jetzt nicht nur für Schmetterlinge, sondern für Biodiversität allgemein. Gell? Weil es gibt auf einer Viehweide, die vor allem extensiv betrieben wird, unwahrscheinlich eine Menge an Insekten. Es ist so, dass die Förderung von Biodiversität einfach jederzeit überall möglich ist. Und es reichen ganz, ganz kleine Maßnahmen, um schon einen Effekt zu erzielen. Man kann einmal klar anfangen und wenn einem das dann gefällt, kann man ja auch ein bisschen mehr machen. Bei uns hat es auch klar angefangen und wir haben eben gesehen, wie notwendig das Ganze eigentlich ist, dass man der Natur, die ja an und für sich unser aller Mutter ist, sage ich jetzt einmal, einfach wieder was zurückgeben können. Das, was wir ja natürlich auch vorher schon weggenommen haben. Und das, dass man sich wieder ein bisschen verbundener fühlt mit dem Ganzen, das macht halt einfach zufriedener. Reaper Shoes Song.